Andrew McLean, Radio Clyde. Steve, how do you assess what you saw? Steve, was, wie sehen Sie das, was Sie heute Abend gezeigt haben? Sie haben alles gegeben. Also man kann Ihnen nichts vorwerfen. Das war ein schweres Spiel, guter Gegner. Es war von vornherein klar, dass ein Tor das Spiel entscheiden würde. Wir haben am Ende alles aufgemacht, weil wir versucht haben, dass wir gewinnen wollten. Wir hätten einen Sieg gebraucht und dann haben wir einen Konter kassiert. Aber ich denke nicht, dass da ein Unterschied war zwischen den beiden Mannschaften. Roman Baudouard, STV. Steve, what was your view? Wie sehen Sie das mit dem Elfmeter? Das war 100% ein Elfer. Jemand muss mir erklären, warum das keiner war. 100%ig war das. Wenn wir den bekommen, kann das ein anderer Abend werden. Ich habe noch andere Worte, die ich aber jetzt nicht benutzen werde. Der Schiedsrichter war, ja, es wäre besser, wenn wir einen europäischen Schiedsrichter gehabt hätten, aber der Videoreferee war Europäer. Aber wenn die, wozu haben wir sowas, wenn die da nicht eingreifen? Haben Sie das vorausgesehen, wie das Spiel laufen würde? Oder waren Sie enttäuscht, dass Sie nicht genug Schüsse hatten? Es war ein Torspiel. Die erste Halbzeit war so, wie sie war. Wir haben den Ballbesitz dominiert. Wir haben nicht genug Chancen kreiert. Dann haben wir gegen Ende mehr geöffnet und haben mehr Chancen kreiert, aber wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Aber da sind wir und das war klar, dass es schwer werden würde gegen eine gute Mannschaft. Die nächste Frage, bitte. Sorry, me again, Steve. Können Sie sagen, wie Sie sich persönlich jetzt fühlen? Wie ist die Enttäuschung? Sie wollten 4 Punkte haben, das war das Ziel und das ist nicht passiert. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ach, wie alle anderen Schotten. Traurig, enttäuscht. Enttäuscht und traurig, das ist alles. War das Problem, dass da nicht zu viele Torschützen im Kader haben. Das ist jetzt, ja, ist mir klar, warum Sie diese Frage jetzt stellen, aber nach so einer Niederlage braucht man ein bisschen Zeit, um das zu verdauen und zu verstehen, warum das Spiel gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wir hatten viel vom Ball und wir hatten auch genug Chancen, um ein Tor zu schießen, das ist schon klar. Sind wir deswegen raus? Ja, wir haben 2 geschossen diesmal, beim letzten Mal war es nur 1. Nein, das ist nicht der Grund, aber ich muss jetzt weggehen, mit meinen Assistenten sprechen und versuchen, an etwas zu arbeiten, dass wir in Zukunft mehr Tore erzielen können. Sehen Sie es so, dass die bessere Mannschaft sich qualifiziert hat und die Mannschaft, die mehr Chancen hatte und mehr gekämpft hat und die nicht aufgegeben hat, sind Sie damit einverstanden? Da war jetzt keine Übersetzung. Excuse me, could you repeat please your question? Again, please. Do you agree with the Hungarian was the better team? Stimmen Sie zu, dass Ungarn besser war? Nein, das waren 2 gute Mannschaften und ein Spiel, das von beiden Mannschaften gleich gut war. Sie haben gesagt, dass die Spieler alles gegeben haben. Haben Verletzungen dazu beigetragen? Ach, ich spreche nicht über Verletzungen. Das so halte ich es immer. Vielleicht, wenn wir mal bei einem Kaffee in 3-4 Wochen sitzen, dann können wir vielleicht sagen, was es für einen Einfluss hatte. Aber im Moment fühle ich mich trauriger für die Jungs, die da sind. Das ist wichtiger für mich.